Das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Und jetzt führe ich euch mal vor, was das bedeutet. Das hat mit Demut zu tun. Und Demut, ein altes Wort für Demut heißt Dienmut, den Mut zum Dienen. Das heißt, man muss auf Augenhöhe kommen mit dem Glück. Wenn man so auf Augenhöhe kommt mit diesem Tier, das das Glück darstellt, dann bekommt es Interesse. Momentan hat es überhaupt kein Interesse an mir, weil es jetzt beschäftigt ist mit Grasfresser. Es interessiert die ein Scheiß, was wir hier machen. Ist die Kuh satt, oder das Glück auch, dann wird sie auf uns zukommen, ganz einfach. Hingegen, wenn wir uns hinstellen, als ob wir der Käse wären, ja, hochmütig, dann haut uns das Glück ab. Und das ist genau das, was sich heute überall abspielt. Immer hochmütig bleiben, Sesselfurzer bleiben und dann meinen, man könnte glücklich werden. Und die Natur ist die einzig wahre. Sie hat immer recht. Die Irrtümer sind die der Menschen. Und wer heute wieder eine Orientierung bekommen möchte, für den ist wichtig, dass er nicht nur in die Natur geht und Halleluja singt und ach so schön, sondern diese schöne Natur, dafür sorgt der Bauer. Das hat nichts mit mir persönlich zu tun und meinem Ego-Trip. Sondern ich bin als Vertreter der stummen Natur hier tätig. Und wenn wir wieder dorthin kommen, die Natur zu wertschätzen, mit an ihr zu arbeiten, ja, an der Erde, die Erde in die Hand nehmen, hier, diese fruchtbare Erde, wo in einem Fingerhut voll Kompost mehr Organismen sind wie Menschen auf der Erde. Dorthin müssen wir uns bewegen, mit der Natur arbeiten und nicht nur rumjoggen und in den Wald und Halleluja und Danke sagen, nur damit wir nachher scheinbar was getan haben. Nein, da haben wir noch nichts getan. Und wenn wir mit den Tieren zusammen sind, dann spüren wir diese Wahrhaftigkeit und speziell mit den Kühen. Die Mütterlichkeit. Eines Tages saß ich mit einem Berufskollegen abends zusammen und habe ihn gefragt, was ist es denn, was mich so fasziniert an der Kuh? Dann springt ein zweijähriges Kind aus dem Spiel auf, springt auf den Schoß der Mutter. Das ist die Mama-Kraft. Und was fehlt uns denn heute mehr als diese Mütterlichkeit? Und diese scheiß Politiker, die heute in der Gegend rumbrüllen, dass man kein geordnetes Familienleben mehr braucht, dass man keine Mütter mehr schätzen müssen und auch keine Väter mehr, keine Natur, die nur auf Zerstörung aus sind. Diese Leute haben alle das gleiche Problem. Sie haben enorme seelische Altlasten. Sie haben noch nie Liebe erlebt. Sie kennen die Natur nicht und die Schönheit und das Graziöse. Und genau das bräuchten diese Leute. Die müssen wir von der Polizei alle hierher führen lassen, bis sie freiwillig in die Knie gehen und nicht, weil es von der Kirche aufdoktriniert wird, wenn man in der Kirche ist. Freiwillig in die Knie, in die Demut. Und aus dieser Haltung heraus kann ich auch nicht mehr gewalttätig sein und kämpfen so, sondern da bin ich. Und in dieser Höhe bin ich auf Augenhöhe mit der Kuh. Und wir könnten das jetzt mit dem Meterstab nachmessen, wenn die Kuh waagrecht schaut. Wir sind jetzt in etwa 1,10 Meter Höhe.
bin überzeugt, ist genau die Höhe, wo die Kuh auch waagrecht schaut. Das ist die Natur, unser Vorbild. Und ich sage all jenen, die in der Gegend herum demonstrieren, hört auf, in die Städte zu rennen, geht aufs Land zu den Bauern, die mit der Natur arbeiten. Hier bekommt ihr Orientierung, statt in eine Sackgasse hineinzubrüllen. Ihr brüllt Betonwände an, Glasfenstern, hinter denen sich seelenlose Körper verstecken. Diese brüllt ihr an und meint auch noch von dort etwas bekommen zu können. Nein, hier bekommt ihr alles. Hier wächst etwas. Bei den Betonwänden, da wächst nichts, außer nur Zerstörung. Da wächst immer was. Und zwar Gutes, Wahres. Und wenn die Natur sich so verhalten würde wie die Menschen, dann würde die Natur sagen, ab morgen lassen wir nichts mehr wachsen. Und sie gibt und sie gibt. Und die verachten die meisten Menschen und mit ihnen zusammen auch die Bauern, die mit der Natur zusammenarbeitet und wie ihr vielleicht auch erkennt, sind bei unseren Tieren die Hörner dran. Sie bekommen Gras im Sommer, sie bekommen Heu im Winter und sind wirklich dankbare Geschöpfe, an denen wir tagtäglich unsere Freude haben. Und natürlich gehen wir auch immer Tag für Tag mit Leben und Tod wie selbstverständlich um. Ich lade euch recht herzlich ein, dort zu suchen, wo ihr das Wahre findet und nicht dorthin zu brüllen, wo ihr es nicht findet. Kapiert's endlich, okay? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay. Schaut, und jetzt kommt nämlich genau die Bestätigung. Das Glück ist ganz in unserer Nähe. Und das ist die Cindy. So. Ich konnte dieser Kuh nicht befehlen, dass sie jetzt zum Schluss hier ins Bild läuft. Nicht gestellt. Sie gibt uns die Bestätigung. Sie hatte das Schlusswort gesprochen. Da hast du wohl recht.